bei der Studie einer parametrischen Funktion muss man gegebenenfalls, je nach dem Wert des Parameters, in verschiedenen Fällen unterteilen. Was genau das bedeutet, sehen wir bei diesem Beispiel. Angegeben wird die Funktion f durch f von x gleich x mal e hoch a auf x, wo a ein reeller Parameter ist. Das heißt, a ist eine beliebige reelle Zahl. Legen wir los. Wir erkennen hier eigentlich, wenn a den Wert 0 hat, dann steht hier e hoch 0 geteilt durch x. Das ist in allen Fällen e hoch 0, also 1, außer natürlich, wenn x selbst 0 ist. Also nehmen wir hier den ersten großen Fall durch, wenn die Zahl a gleich 0 ist. Dann steht hier x mal e hoch 0 geteilt durch x. Für die Zahl 0 selbst ist diese Funktion nicht definiert, deshalb hier bei 0, 0 ein rotes Pünktchen. Für alle anderen Zahlen x gilt jedoch, e hoch 0 geteilt durch x macht 1. Also für alle Zahlen x verschieden von 0 gilt diese Funktion, ergibt 1 mal x, also x. Die grafische Darstellung dieser Funktion ist selbstverständlich die erste winkelhalbierende. Wir müssen nur daran denken, den Punkt 0, 0 selbst auszuschließen. Wenn der Parameter a gleich 0 ist, dann ist die Studie dieser Funktion abgeschlossen. Jetzt kommt der zweite Fall. Was ist, wenn der Parameter a nicht 0 ist? Dann haben wir hier effektiv eine Polynomialfunktion verbunden mit einer Exponentialfunktion. Legen wir los mit den 10 Etappen. Der Definitionsbereich dieser Funktion ist die ganze Menge r außer 0. Etappe 2, Schnittpunkte dieses Graphen mit der x-Achse. Ein Exponentialausdruck ist niemals 0, der ist immer streng positiv. Dieser Faktor hier könnte eventuell 0 sein, wenn x 0 ist. X darf aber nicht 0 sein. Also, dieser Graph hat mit der x-Achse keinen Schnittpunkt. Und mit der y-Achse kann er auch keinen Schnittpunkt haben, weil die Zahl 0 selbst ja gar kein Bild hat. Etappe 4, wir kümmern uns hier um die Parität der Funktion. F von minus x, das macht minus x mal e hoch minus a auf x. Das ist weder f von x noch minus f von x. Also ist diese Funktion f weder gerade noch ungerade. Etappe 5. Hier kümmern wir uns um die Asymptoten. Aber Vorsicht, um Asymptoten zu berechnen, berechnen wir ja Grenzwerte und um Grenzwerte einer Exponentialfunktion zu berechnen, müssen wir unbedingt den Graphen dieser Exponentialfunktion kennen. Hier wird unter zwei große Fälle unterschieden und das eben wegen dem Graphen der Exponentialfunktion. Wenn x gegen plus unendlich strebt, dann strebt e hoch x ebenfalls gegen plus unendlich. Limes von e hoch x, wenn x gegen plus unendlich strebt, ist also plus unendlich. Wogegen Limes von e hoch x, wenn x gegen minus unendlich strebt, das ist 0. E hoch x, von da bis da, von da bis da. Und so weiter. Das e hoch x wird immer kleiner, wenn x immer weiter nach links geht. Aus diesem Graphen schließen wir also, Limes von e hoch x bei plus unendlich, das ist plus unendlich, und Limes von e hoch x bei minus unendlich, das ist 0. Wir müssten also hier das Vorzeichen dieses Exponenten kennen. Und deshalb müssen wir hier zerlegen, in diesen zwei Fällen, entweder a ist streng positiv oder a ist streng negativ. Wir suchen vertikale Asymptoten bei der Zahl 0, die ja kein Bild hat. Also berechnen wir den Grenzwert, wenn x gegen 0 strebt, von f von x. Wenn x gegen 0 strebt, dann strebt a geteilt durch x gegen Konstante geteilt durch 0, das heißt gegen unendlich. Aber welches unendlich? Das wissen wir so noch nicht.
Wir wissen nur, dass A' positiv ist und dass x gegen 0 strebt. Also im Fall, wo A' positiv ist, müssen wir auch hier noch unterteilen, ob x gegen 0 plus strebt oder x gegen 0 minus strebt. Schauen wir bei 0 plus. Wenn x gegen 0 plus strebt, dann ist x auf jeden Fall streng positiv. Und a ist ebenfalls streng positiv, also ist der Bruch a geteilt durch x eine streng positive Zahl geteilt durch eine streng positive Zahl. Also ist dieser Bruch a auf x eine streng positive Zahl, die gegen unendlich strebt. Also kann die nur gegen plus unendlich streben. Hier haben wir also e hoch plus unendlich als Grenzwert, das macht plus unendlich, multipliziert mit der Zahl 0, 0 mal plus unendlich, das ist unbestimmt. Um diese Unbestimmtheit zu beheben, werden wir versuchen, den Satz von de L'Hôpital einzusetzen. Aus dem Grund schreiben wir dieses Produkt in dieser Form. Das x mal setzen wir hier als Nenner in Form von 1 auf x. Überprüfen wir, ob das stimmt. E hoch a auf x geteilt durch diesen Bruch, das ist e hoch a auf x mal Kehrwert des Bruches. Kehrwert von dem Bruch, das ist also mal x geteilt durch 1 und dann ergibt das effektiv x mal e hoch a auf x. Also dürfen wir dieses Produkt in diese Form schreiben. Überprüfen wir jetzt nochmal. X strebt gegen 0 plus a ist streng positiv, x ist auch streng positiv, a auf x ist also streng positiv und strebt gegen a auf 0, also gegen unendlich. Wenn eine streng positive Zahl gegen unendlich strebt, dann kann sie nur gegen plus unendlich streben und der Grenzwert von e hoch plus unendlich, das macht plus unendlich. Oben haben wir also plus unendlich. Unten, x strebt gegen 0 plus, also x ist streng positiv, der Bruch hier unten ist streng positiv. Da x gegen 0 strebt, macht das 1 auf 0 also unendlich, streng positiv plus unendlich und wir sind also hier in dem Fall unendlich geteilt durch unendlich. Also dürfen wir de L'Hôpital hier anwenden. Dieser Lehrsatz besagt, wenn solch ein Grenzwert unendlich auf unendlich ergibt, dann kann man diese Unbestimmtheit beheben, indem man den Zähler ableitet, ist hier gemacht worden, und den Nenner ableitet. Auch das ist hier gemacht worden. Und jetzt können wir das Minus streichen, 1 auf x² ebenfalls streichen, und dann bleibt nur noch a mal e hoch a auf x übrig, dieses Produkt. Und davon suchen wir jetzt den Grenzwert, wenn x gegen 0 plus strebt. X strebt gegen 0 plus, ist also streng positiv. Wir sind in dem Fall, wo a streng positiv ist, also streng positive Zahl geteilt durch streng positive Zahl. Das ist eine streng positive Zahl und diese strebt gegen a auf 0, also gegen unendlich. A auf x strebt gegen plus unendlich, e hoch a auf x also auch, e hoch a auf x strebt gegen plus unendlich. Und plus unendlich mal diese streng positive Zahl, das ergibt plus unendlich. Der Grenzwert von f von x, wenn x gegen 0 plus strebt, ist also plus unendlich. Und deshalb haben wir rechts von der 0 eine vertikale Asymptote mit kartesischer Gleichung x gleich 0. Der Grenzwert dieser Funktion, wenn x gegen 0 minus strebt, das geht hier viel schneller. Wir sind in dem Fall, wo a streng positiv ist. X strebt gegen 0 minus, ist also streng negativ. Eine streng positive Zahl geteilt durch eine streng negative Zahl. Das ist eine streng negative Zahl, die aber gegen unendlich strebt, weil x ja gegen 0 strebt. Also haben wir hier e hoch minus unendlich als Grenzwert macht das 0. Dieser Faktor strebt gegen 0, x selbst natürlich auch und 0 mal 0 macht 0. Da wir bei 0 minus keinen unendlichen Grenzwert finden, gibt es bei 0 minus auch keine vertikale Asymptote. In dem zweiten Fall,
wenn a' negativ ist, da ist es genau andersrum. Bei 0 plus kann man sehr schnell schlussfolgern und bei 0 minus kann man durch den Lehrsatz von de L'Hôpital schlussfolgern, dass es da eine vertikale Asymptote bei 0 gibt. Bei der Suche nach horizontalen Asymptoten geht es viel schneller. Wir suchen zuerst den Grenzwert von f von x, wenn x gegen plus unendlich strebt. A geteilt durch plus unendlich macht auf jeden Fall 0, denn a selbst ist ja nicht 0. Wir sind im großen b-Fall, wo a nicht 0 ist. Also das macht hier e hoch 0, das heißt 1. Und 1 mal plus unendlich, das macht plus unendlich. Bei minus unendlich gilt genau dieselbe Überlegung. In beiden Fällen finden wir als Grenzwert unendlich keine Zahl, also gibt es keine horizontale Asymptote. Zu einer schrägen Asymptote brauchen wir auch nicht zu unterscheiden. Zuerst einmal, um m zu finden, rechnet man den Grenzwert bei unendlich von f von x geteilt durch x. Diese beiden x-Faktoren streichen sich weg. Bleibt nur noch der Faktor e hoch a auf x und ob x jetzt gegen plus oder minus unendlich strebt, das spielt keine Rolle. A, Konstante, die nicht 0 ist, geteilt durch plus oder minus unendlich, das ergibt 0. Der Grenzwert macht also e hoch 0, das heißt 1. Die Zahl m ist 1. Jetzt suchen wir nach p. Um die Zahl p zu bestimmen, rechnet man den Grenzwert bei unendlich von f von x minus die gerade gefundene Zahl m mal x. Also rechnen wir den Grenzwert bei unendlich von dieser Differenz. Hier können wir ein x ausklammern und wenn wir jetzt x durch unendlich ersetzen, dann finden wir hier unendlich und hier Konstante verschieden von 0 geteilt durch unendlich, das macht als Grenzwert 0, e hoch 0 macht 1 und 1 minus 1 macht 0. Hier finden wir also die Unbestimmtheit unendlich mal 0. Genau wie eben setzen wir den Faktor x nach ganz unten in Form von diesem Nenner und jetzt sind die Hypothesen von de L'Hôpital erfüllt, denn der Grenzwert von 1 auf x, wenn x gegen unendlich strebt, das macht 0. Hier oben macht das a geteilt durch unendlich, das macht 0. E hoch 0, das macht 1, minus 1 ist 0. Hier haben wir also den Unbestimmtheitsfall 0 auf 0. Wir dürfen de L'Hôpital anwenden. Wir sollen nur oben ableiten, ist gemacht. Wir sollen unten ableiten, ist gemacht. Auch hier können wir durch minus 1 auf x² kürzen. Dann bleibt nur noch der Grenzwert bei unendlich von diesem Produkt zu bestimmen. X strebt gegen unendlich. Eine Konstante a verschieden von 0 geteilt durch unendlich. Das macht 0. E hoch 0 macht 1. Und 1 mal a, das ist diese Konstante a. Wir suchen also hier den Grenzwert von dieser Konstanten a. Und das ist diese Konstante a. Somit haben wir für p a gefunden, für m 1. Also haben wir eine schräge Asymptote bei den beiden Unendlichkeiten mit kartesischer Gleichung y gleich m mal x plus p. Also y gleich x plus a. Zeichentabelle für diese Funktion f, das geht rasch. Hier machen wir die Zeile für x. Diese Funktion hat einen einzigen besonderen Wert, das ist die 0. Der Faktor x ist im ersten Grad, Zeichen sind schnell festgelegt. E hoch a auf x ist überall streng positiv als Exponentialausdruck, außer natürlich da, wo die Funktion nicht definiert ist. F von x ist das Produkt von den beiden, also links von der 0 streng negativ und rechts von der 0 streng positiv. In Etappe 7 untersuchen wir f' von x. f' ist die Ableitung von diesem Produkt. Das geht rasch durch die Produktformel und wir stoßen somit auf diese Ableitung von f. Dazu machen wir jetzt eine Zeichentabelle und stellen hier fest, dass wir wieder unterscheiden müssen, unter a streng positiv und a streng negativ. Warum?
In dieser Ableitung ist x ein besonderer Wert, a ist aber auch ein besonderer Wert, denn x minus a wird 0, wenn x a ist. Wir müssen deshalb hier so aufteilen, weil wir wissen müssen, ob wir die Zahl a rechts von der 0 eintragen müssen oder wie hier links von der 0. Deshalb müssen wir hier unterscheiden. Wenn a streng positiv ist, dann steht dieser besondere Wert rechts von der 0. Wenn a streng negativ ist, dann steht dieser besondere Wert links von der 0. Ansonsten gibt es in diesen Zeichentabellen nichts Besonderes zu bemerken, außer eventuell, dass man da vorsichtig sein muss. Ein Exponentialausdruck ist immer streng positiv, außer natürlich da, wo er nicht definiert ist. Jetzt rechnen wir in Etappe 8 noch die zweite Ableitung. Wir nehmen die erste Ableitung, leiten die dann nochmal ab und das führt dann sofort zu diesem f' von x. Auch davon machen wir eine Zeichentabelle, stellen aber hier fest, hier brauchen wir nicht zu unterscheiden zwischen a streng positiv und a streng negativ. In Etappe 9 sammeln wir alle Informationen, die wir bisher hatten. Da wir aber in den vorigen Etappen aufteilen mussten, müssen wir das auch hier machen. Wir stellen zum Beispiel hier fest, dass f von x bei a ein Minimum erreicht. Also müssen wir von dieser Abszisse a auch noch das Bild kennen. Um f von a zu berechnen, ersetzen wir natürlich in f von x x durch a und finden a mal e hoch a geteilt durch a. A geteilt durch a macht immer 1, außer wenn a 0 ist. A ist aber nicht 0. Hier ist a streng positiv und da ist a streng negativ. Also macht das hier effektiv in beiden Fällen a mal e. Und all die Informationen, die wir bisher gesammelt hatten, ermöglichen es, solche Graphen zu skizzieren. So wird das häufig bei der Aufnahmeprüfung Zivilingenieur in Lüttich verlangt: skizziere den Graphen dieser Funktion. Man kann das dann eventuell so machen, für einen besonderen Wert für a. Wenn man zum Beispiel a gleich 1 nimmt, dann haben wir hier x mal e hoch 1 auf x. Und für diese Funktion kann man schnell ein paar Pünktchen berechnen, um dann zu sehen, wie der Graph ungefähr aussieht. Wenn a streng negativ ist, kann man zum Beispiel minus 1 nehmen, dann haben wir die Funktion f von x gleich x mal e hoch minus 1 auf x. Und auch für diese Funktion können wir dann schnell ein paar Pünktchen berechnen. Und durch die gesammelten Informationen in Etappe 9 kann man dann den Graphenverlauf so ungefähr skizzieren.